Südtirol ist einer der schönsten Provinzen nicht nur Italiens, sondern auch eine einzigartige Region in ganz Europa. Epische Berglandschaften ziehen sich durch die Weiten der vielen Nationalparks Südtirols und sorgen mit einer Vielzahl an eisigen Bergseen, submediterranen Laubwäldern, langen Tälern und idyllischen Dörfern für eine abwechslungsreiche Landschaft. Doch was wäre, wenn Südtirol ein souveränes Land wäre? Spielen wir dieses Gedankenexperiment mal durch. Als unabhängiges Land würde es an die österreichischen Bundesländer Tirol und Salzburg grenzen, im Westen würde es dem Kanton Graubünden anliegen und im Süden an die lombardische Provinz Sondrio, an Trentino und der Provinz Belluno. Mit einer Fläche von 7400 Quadratkilometern wäre es etwas größer als Brunei und etwas kleiner als Zypern und damit einer der kleinsten Länder der Welt, etwa auf Platz 160 weltweit. Mit einer Bevölkerung von etwas über 530.000 hätte es fast punktgenau so viele Einwohner wie Malta oder die Malediven. Vermutlich würde das unabhängige Südtirol, genauso wie der westliche Nachbar Schweiz, eine erstaunlich hohe Anzahl an offiziellen Landessprachen aufweisen. Vor allem im Verhältnis zur Landesfläche, nämlich Deutsch, Italienisch und Ladinisch. Doch ungleich wie die Schweiz müsste Südtirol aufgrund der geringen Größe nicht in einzelne Kantone unterteilt werden. Denn in Südtirol gibt es 116 Gemeinden und damit etwa 50 Gemeinden weniger als im Kanton Zürich. Idealerweise würde Südtirol wie die Schweiz die direkte Demokratie einführen, mit regelmäßigen sowohl landesweiten Volksabstimmungen als auch Abstimmungen innerhalb der Gemeinde. Ein Weg, um in der Schweiz eine Volksinitiative zu lancieren, ist das Sammeln von 100.000 Unterschriften innerhalb von 18 Monaten. Skaliert auf Südtirol entspräche das etwa 6.000 Unterschriften, die innerhalb von 18 Monaten gesammelt werden müssten, um im Land Südtirol eine neue Volksabstimmung zu lancieren. Um Machtmissbrauch zu verhindern, gäbe es in Südtirol auch keinen Präsidenten, sondern einen Rat aus einer Handvoll Personen aus unterschiedlichen Parteien, um den politischen Wettbewerb am Leben zu erhalten. Aus Interesse der eigenen Sicherheit würde sich Südtirol als neutraler Staat erklären und damit auch nicht Teil der NATO sein. Dennoch bräuchte es ein eigenes Militär, um sich vor potenziellen Übernahmeversuchen Italiens oder Österreichs, ja oder der Schweiz, zu schützen. Obwohl das Militär verglichen mit den Nachbarstaaten ein Fliegengewicht wäre, so spielt die bergige Topografie Südtirols dem Lande in die Karten. Denn es müssten lediglich einige strategisch wichtige Täler gesichert werden. Natürlich wäre auch ein Weg, wie Liechtenstein ihn geht, denkbar. Liechtenstein hat heute nämlich weder ein eigenes Militär noch mit irgendeinem Staat militärische Schutzverträge. Doch dies wäre angesichts der geopolitischen Spannungen, die ein unabhängiges Südtirol mit sich bringen würde, in meinen Augen fahrlässig. Interessant wäre, wenn das unabhängige Südtirol wie die Schweiz nicht der Europäischen Union beiträte, jedoch dem Schengen-Raum. Eine eigene Währung wäre für die Südtiroler Wirtschaft, die hohe Pro-Kopf-Importe und Exporte aufweist, vermutlich weniger von Vorteil, jedoch können wir es im Rahmen dieses Gedankenspiels mal annehmen. Der Südtiroler Schilling, wie die Währung zum Beispiel heißen könnte, wäre dann, wie es auch der Schweizer Franken bis 2015 war, an den Euro gekoppelt, um Währungsschwankungen zu vermeiden. Ein hoher Grad an Rechtssicherheit, die direkte Demokratie in Kombination mit einem schlanken, effizienten Staat und einer wirtschaftsfreundlichen Politik mit tiefen Steuern würde dem unabhängigen Südtirol über lange Sicht viel Wohlstand verschaffen. Natürlich ist es nur ein Gedankenspiel und sollte nicht allzu ernst genommen werden, jedoch freue ich mich auf deine Ideen und Anmerkungen in den Kommentaren. Und falls du aus Südtirol zuschaust, dann nimmt mich deine persönliche Meinung zur Unabhängigkeit wunder.